So, all the doors are locked, but we just gotta get into one car. And I think I can get that truck started. You shitting me? My dad was a mechanic. He once showed me how to hotwire his tow truck, just in case. Sean Diaz, you're full of surprises. Plus, we could, mess with all the other cars, so Big Joe can't follow us. Love the way you think. We can find some things here to bust shit up. But we can't make a sound. Und damit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2, liebe Freunde und liebe Zuschauer da draußen. Es geht natürlich hier wieder weiter. Ich freue mich schon, ehrlich gesagt. Ja. So. Just gotta get in that truck and start her up. Ab geht die Post, denn wir müssen jetzt hier Daniel retten. Wir werden erstmal die Motorhaube hier öffnen, ganz gemütlich. Los, komm schon, streng dich an, Kollege. Ich kann den Motor schrotten. Ja, und wie? Wie machen wir das? Fenster? Man, focus. We have to get into that truck. Ja, wir müssen die Haube aufkriegen, aber wie? I can wreck that engine. Ich kann den Motor schrotten. Ja. Wir müssen also was finden, womit wir das Ganze hier aufkriegen. Also müssen wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Aha, hier haben wir schon die Werkzeugkiste. So, dann gucken wir uns mal hier unten erstmal um, durchsuchen. Vielleicht finden wir da was. Ich hoffe, wir werden natürlich nicht entdeckt oder so. Nothing over here, man. Okay, da ist also nichts drinne. Dann gucken wir mal in den Werkzeugkasten rein. Vielleicht ein Schraubenzieher oder ein Messer oder irgendwas. Schraubenzieher. Guess we won't be working here anymore. Da haben wir doch schon was. Das können wir doch gut gebrauchen. Fucking stupid. Damit können wir auf jeden Fall schon mal den Reifen aufschlitzen. Ja, drücke die Pfeiltaste, um ins Inventar zu kommen. Ah, da haben wir das ausgewählt. So, brauchen wir noch Klebeband? Ich weiß nicht. Forget it. Okay, Klebeband brauchen wir also nicht. Was ist das? Ein Bärenschädel. Metallkasten. Da gucken wir auch nochmal kurz rein, durchsuchen. Vielleicht haben wir da was Nützliches drin. Leider ist das Ding abgeschlossen. Okay, da kommen wir also nicht ran. Schade. Schade, schade, schade. Big Joes Haus ist da vorne. Ich hoffe, er sieht uns hier nicht rumschleichen. Wir müssen jetzt erstmal den Reifen zerstechen. So. Und ab die Post. There she blows. Fenster kommen wir natürlich nicht rein. Die Haube. Ich glaube, vielleicht an der Haube noch was aufmachen. Aufbrechen. Stand da irgendwas mit aufbrechen? So. Oh, nicht so laut. Nicht so laut. Motor zerstören. Wir kommen da also nicht ran. Doch jetzt. Super. Oh Gott, hoffentlich habe ich das jetzt nicht in der Aufnahme drin. Not gonna follow us now, motherfucker. Ich hatte nämlich gerade wieder kleine technische Störungen gehabt hier. Ich weiß nicht, das schaltet sich hier immer ein bisschen um zu HDMI 2. Jetzt habe ich schon wieder so eine kleine Störung drin. God damn it, Daniel. I should have seen the signs. Dumbass. So gut, damit haben wir das Auto jetzt hier erstmal geplättet. Aufbrechen. Mensch, Diaz, in dir steckt ja ein richtiger Verbrecher drin. It's gonna break. Geht nicht auf? Man, focus. We have to get into that truck. Ja, wir müssen den Truck... Ja, was ist... ist denn hier vielleicht noch was, was wir übersehen haben? Und da brennt auf jeden Fall Licht. Big Joes Haus. Haben wir vielleicht hier noch... Was im Werkzeugkasten drinne?
Nee, da ist weiter nichts drin, außer Klebeband. Das können wir aber nicht gebrauchen. Just want to be back in my tent. Not creeping out here. Eco-friendly my ass. They're just criminals. Die Kiste, die haben wir auch schon durchsucht. Da war ja nichts Nützliches drin, was wir irgendwie gebrauchen können. Nothing over here, man. Okay. Und den Kasten kriegen wir jetzt den aufbrechen. Ah, alles klar. Brech mal auf den Kasten. Eieieiei. Hoffentlich nicht so laut. Okay. Ist das ein Schlüssel? Ja, das ist ein Schlüssel. Bestimmt für die... Für das Auto, oder was? Oh, yeah. Maybe this fits in one of the cars. Nice. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Schlüssel. Warte mal, was war denn das da unten? Metallrohr, das nehmen wir auch mal mit. Nice. Können wir vielleicht auf jeden Fall gebrauchen, falls wir uns hier selbst verteidigen müssen. So, Rattengift brauchen wir, glaube ich, nicht. Holy shit. That's why there's no critters around here. Ja, das war mir schon klar. Durchsuchen wir mal erstmal den Schrank. Okay, das kriegen wir also nicht auf. Schlüssel benutzen. Score. Oder passt sogar. Meine Güte. Ein Hammer. Oh mein Gott, nehmen. So, die Patronen. Ah, die Patronen müssten wir eigentlich normalerweise... Nee, that guy is really not joking. Ja, komm, die nehmen wir mit. Finders Keepers. So. Einer von uns. Farbe? Brauchen wir vielleicht Farbe? Yeah, no. Ne, okay. Farbe brauchen wir nicht, aber das bestimmt Klebeband. Ist ja natürlich wichtig. Don't think I can use that. By the way, Sean, that was nice being with you. Thank you. Same for me. Now let's get the hell out of here so we get another chance. Okay, wir sind soweit. Ich glaube, wir sind soweit. Let's get out of here quick, Sean. Okay. Oh, fuck it. Let's rush. Come on, get in. Oh, fuck, 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 fuck. Be honest in any second now. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Let's get out of here. Drive. Fuck this shit. We did it. But it was so close. Let's do this. Puh. Er hat ein bisschen leichte Panik geraten gerade. Das ist nicht ungefährlich. Die Aktion hier. Ich hoffe, Daniel passiert jetzt nichts. Oh mein Gott. I don't like this shit at all. Ja, mir auch nicht. I just want to get this over with. If we make it. Don't say that. Things can't go wrong after the night we've had. This is basic karma. Shit, right? I want this to continue, Cass. We should go. They might not even be inside yet. Ah, ich glaube, es ist zu leicht, glaube ich, zu denken, dass sie da nicht drinne sind. Es könnte ja auch dementsprechend vielleicht eine Falle sein. Oh, Finn is out of control. Has he done this before? Fuck us over? Not like this. Why now? Because Finn thinks Daniel is his golden ticket. He just gets greedy and stupid. We gotta catch him. Können wir hier was... Ah, hier was am Truck können wir erstmal machen. Oh man. I hope Meryl didn't hear them. Ich hoffe, die haben jetzt ihm nichts angetan. Ich würde ja jetzt beigehen und würde den Truck jetzt hier außer Gefecht setzen, aber... Come on. Maybe we can stop them before they fuck up. Ich glaube, wir müssen
Wohl doch hier erstmal rein, wa? Ja, wir kommen hier links und rechts nicht rum, also müssen wir doch erstmal rein hier. Hei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 , das gefällt mir gar nicht. We find together. Promise. How? What's Meryl gonna do if he catches them? Finn's a smart bullshitter. He'll find a way out of this. I know. Da ist Überwachungskamera. I just don't know if we can ever trust Finn after this shit. I wouldn't. Hannah is gonna go ballistic. Guess you have to tell her too. Hell yeah. She knows how to deal with this. Good. At least Meryl won't know anyone's coming. Okay, die scheint aus zu sein. Wir schauen uns jetzt erstmal hier draußen nochmal ein bisschen um. Vielleicht können wir ja irgendwas machen. Vielleicht eine Falle bauen oder irgendwie sowas. Oder uns bewaffnen. Ich meine, wir haben ja auch einen Hammer, ne? They've gotta be close. Just follow their trail. Hier steht auf jeden Fall noch ein Auto. Hier kommen wir nicht rein. Am Auto können wir auch nichts machen. Okay. Things are going way too fast tonight. Leiter hochgehen? Auch nicht. Feels like what happened with Cassis. Also müssen wir doch wohl durch die Tür. Eieieieiei. Wir müssen hier durch die Tür. Oh Gott, mir gefällt das nicht. Mir gefällt das nicht. Ich will da ehrlich gesagt gar nicht rein. Aber uns bleibt wohl keine Finn, andere... Ach, das Finn. Ich sehe Finn schon. Ich sehe Finn schon. Oh mein Gott. Und Daniel. Ah, shit. You scared the shit out of me. Good. What the fuck are you doing? Didn't we settle this, man? Shh. You're gonna wake Meryl. Finn, no fucking way. Come on, Sean. Are you kidding me? How could you do that, Finn? And you're a fucking kid. He's 9 years old. He asked me for it. I didn't force him, man. Are you an idiot? He's too young to make that kind of decision. Fuck's sake, Finn. He's an old soul. He knows what's up. Hold on, please. You're standing near a boatload of cash. We can do this in 5 minutes, in and out. And then you're off to Mexico. You won't hear about me ever again. We got this, man. Trust me. No means no, Finn. Meryl is right fucking there. He's a log. Won't even know. You asshole. I want to help, Sean. We could get out of here. Go to Mexico. Oh Gott, jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Das war ja so klar. An solchen Stellen mag ich das Spiel manchmal gar nicht. Oh mein Gott, ey. Ja, auf eine Art können wir natürlich nach Mexiko. Damit hat er ja schon recht, ne? Aber es ist ein verdammt großes Risiko und ich denke mal, wir werden zu 100%ig erwischt werden. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Also da wird bestimmt die Hölle los sein, falls wir nicht ums Überleben kämpfen müssen. Oh Gott. Cass ist auch nicht dafür und nee, komm, also das Risiko ist zu hoch. Das Risiko ist einfach viel zu hoch. Ich sag no fucking way. Sean, please. We're done, Finn. Come on, Daniel. No, why should I? We couldn't even find you before. You were with her, right? Who gives a shit? Let's go. Now. No, I'm sick of all this. For weeks, you just hang out with her. It's all your fault. I could do what I want. Oh mein Gott, lass sie runter. Are you crazy? Stop! Cass! Cassidy! You okay? I'm sorry. Don't worry. I'm fine. It's just...
the fuck are you doing here? Shit. Don't move. Don't shoot. What the fuck? How many are you? Just us. It's just us. All right. Move your asses over there. Now. Meryl. boss. I know this looks bad, but... Stop. I don't want to hear any more of your shit. So, what was your big fucking plan exactly? Work here for a time and then break into my safe? Pathetic. Who was the moron mastermind? Like I didn't know. I gave you punks work when nobody would. A place to crash for free. God damn it, Finn, I told you- Shut up! This is how you repay me? Stealing from me? No. It's not about you. I thought you were different. Smart. But you're a real dumbass for getting a kid involved. And you're teaching him how to steal? Thief and brother of the year. Nice. What now? You all really fucked up. I can't just let this slide. I can't. You're young, but you can learn from mistakes. That doesn't mean your lesson's gonna be easy. Or painless. Okay. On your knees. Hands on your head. Shit, don't do this. Don't. Come on, sir. We could talk. I'm serious. On your knees. Now. Der will uns doch nicht jetzt etwa... Oh Gott. Diskutieren? Gehorchen? Alter, und wieder stehe ich vor einer Entscheidung. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob jetzt eine Diskussion irgendwie helfen wird. Ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt in diesem Moment mit ihm gar nicht mehr reden dürfen oder reden können, besser gesagt. Ja, sollten wir da gehorchen? Boah, Beruf. Ist das wieder... Ich glaube, wir machen erstmal, was er macht. Ich glaube, wir hören erstmal drauf, was er sagt. Vielleicht wäre das die beste Lösung. Ich weiß nämlich nicht, wenn wir jetzt am Diskutieren sind mit ihm, ob er jetzt einen von uns abballert. Aber wiederum könnte er jetzt so oder so einen von uns abknallen. Oh, ey, es ist echt eine schwere Entscheidung. Oh Gott, ey. Ach, scheiß drauf, ich muss mich hier entscheiden. Don't worry. We're on our knees, okay? Meryl? No. Finn, just do it! Don't break my balls now, kid. Daniel, you got this. Don't move. Just get on your damn knees! Yeah, now! He can't do this. Don't fucking move! It's not like I want to do this. The people I deal with are worse. But if you rip me off, you rip them off. Then I pay. I have a family to look after too. I gotta protect them first. Can't let you play me anymore. Nichts tun, Daniels Kraft. Ich glaube, wenn wir jetzt in diesem Moment nichts tun, wird er Finn töten. Oh Gott, wie soll ich mich denn jetzt entscheiden? Komm. Daniel, do it! Get out! Oh, out, son of a bitch! Shut! Au! Shit. Wait. Stop. Oh nein. Fuck.
Oh mein Gott, haben wir uns falsch entschieden? Haben wir uns jetzt falsch entschieden? Leute, was war das eben gerade für ein Ende? Was war das eben gerade für ein Ende? Also das war ja wirklich, boah, also ich bin ja gerade immer noch ziemlich geflasht. Richtig geflasht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch in diesem Moment entschieden hättet. Ob ihr die Kraft eingesetzt hättet oder nicht eingesetzt hättet. Ob ihr da
ja, Finn gerettet hättet oder nicht gerettet hättet, ich glaube zumindest glaube ich das, dass wenn wir nicht eingeschaltet hätten, dass er Finn irgendwie eine Kugel verpasst hätte. Kann mich natürlich auch irren. Vielleicht hätte auch einer von uns eine Kugel verpasst. Alter. Tja, das war natürlich Ende der Episode 3. Auf jeden Fall ziemlich cool. Ich hoffe natürlich, dass die alle nicht da tot sind. Natürlich bis auf denjenigen, der die Waffe auf uns gerichtet hat. Der kann von mir aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, ja. Habt ihr gesehen, dass Sean auf ihm, in seinem, war das linkes oder rechtes Auge, eine Glasscherbe drin hat? Das ist schon ziemlich harter Tobak, muss ich ja mal so sagen. Und ich hoffe auch, dass Cassidy nicht tot ist, dass sie auch noch lebt. Finn hat uns die ganze Scheiße natürlich eingebrockt. Aber auch ihm wünsche ich nicht, dass er da jetzt durch diese Aktion draufgegangen ist. Ja. Vielleicht hätten wir das ganze Geheimnis mit Daniel einfach noch für uns behalten sollen. Aber ich glaube, es wäre bestimmt früher oder später dazu gekommen. Habe ich so das Gefühl. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich für die Treue, dass ihr hier Life is Strange 2 bei mir auf den Kanal guckt und natürlich auch bei meinen anderen Projekten. Gleich geht es dann ab in Episode 4. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Krass, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wann Episode 5 rauskommt. Ich glaube, im Januar irgendwie gelesen zu haben. Kann ich mich natürlich auch irren. Wenn ja, dann schreibt es mir ruhig gerne mal in die Kommentare. Und ihr könnt mir auch mal eure Gedankengänge mal in die Kommentare posten, wie ihr euch jetzt in dieser Situation entschieden hättet. Hättet ihr eingegriffen? Hättet ihr gesagt, nö, ich warte ab oder irgendwas in der Richtung? Ja, ich bedanke mich natürlich auf jeden Fall für euren Support, den ihr mir immer hier schön verpasst und ja auch mal zukommen und teilhaben lässt. Und ja, jetzt höre ich auf zu labern. Ich bin raus, wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns in einem anderen Video und natürlich hier auch in Episode 4 mit Life is Strange 2.
This is it, son. You're toast. End of the road. No way out this time. We got a lot of room in jail for cop murderers like you. You're alone now. Alone.